gut, es fehlen noch zwei Münzen. Ja, zwei Münzen. Die sollte er also beim nächsten Schub, den er gerade macht, produzieren. So, da kommt unser vorletzter Pikinier gerade an. Ja, gerade in späteren Missionen ist so eine sehr funktionierende Nahrungsproduktion sehr wichtig. Dann haben wir allerdings auch die Möglichkeit, gerade was Wurst angeht, sie durch Schweine zu produzieren. Was halt bedeutet, dass wir wieder viel mehr Ackerland brauchen, weil wir die Schweine ja auch mit Weizen füttern müssen. Also eine sehr starke Weizenproduktion ist sehr, sehr wichtig. So, da kommt der letzte Pikinier dann. Irgendwo angelatscht. Da. Das heißt, wir haben wieder eine Armee wie das letzte Mal. Wir können damit jetzt Rasputin angreifen. Ja, da sind unsere Truppen. Angeführt von unserem General. Unserem recht einfachen, aber dennoch kompetenten General. So, erster Musketier da. Ja, der zweite Musketier hat schon drei Schüsse überlebt. Er hat zwei Schüsse überlebt. So, drei Musketiere down. Vier Musketiere da. Und wir haben den ersten Turm down gekillt. Wir haben dieses Mal nur vier statt fünf Musketieren verloren und der fünfte Musketier ist nur ganz leicht angeschlagen, während beim anderen Mal der sechste fast tot war. So, aber wir sind noch nicht fertig. Jetzt müssen wir uns um den zweiten Turm kümmern. Zum Glück hat Rasputin keine große Armee. Das heißt, wir werden hier mit ziemlich vielen Verlusten und Grafikglitches Rasputin vertreiben müssen. Also den Turm werden wir auf jeden Fall noch unter großen Verlusten schaffen. So, unsere Munition ist auch fast zur Neige. So, wir haben mit der Munition gerade so den Turm ausgeschaltet. Nein, Mist. Der Turm hat überlebt. Nein, der Turm ist ausgeschaltet. Der Turm müsste ausgeschaltet sein. Rasputin müsste die Türme reparieren lassen, damit sie wieder voll einsatzfähig wären.
starten wir einen neuen Angriff. Also es wäre auch der gegnerische General nicht rausgekommen. Wäre der Turm noch intakt geblieben. Wir wollen jetzt aber nicht warten, dass Rasputin seine Türme repariert. Das wäre sehr doof und sehr schlecht für uns. Ja. Rasputins General verlässt seine Außenposten. Das heißt, die Türme sind nicht mehr instand. So, und wir haben Rasputin ohne Verluste besiegen können. Also Rasputins Armee. Wir haben zwar angeschlagene Truppen jetzt, aber die können sich jetzt dann hier in diesem Außenposten dann langsam hochheilen. Während Rasputin sich in seine Burg zurückziehen muss, also Rasputins General, seinem Herrn von der schrecklichen Niederlage berichten muss und ihm sagen muss, dass er jetzt von den Klöstern und der Bibliothek abgeschnitten ist. Und ja, das verhilft uns dann auch zum Sieg schon. Yippie. Also hier unsere Produktion, die schießt jetzt richtig in die Höhe. Meine Pläne durchkreuzt, Prinzessin. Das werde ich mir merken. So. Bravo, Prinzessin. Ihr wart erneut siegreich. Der technologische Vorteil ist unser. Und was ist mit dem Bischof? Ist es ihm recht, wenn wir sein Wissen für uns nutzen? Oh, er wird schon nichts dagegen haben. Schließlich haben wir doch Rasputin für ihn vertrieben. Das rechtfertigt aber noch lange nicht den Zugriff auf sein Wissen. Ich kontaktiere den Bischof und kläre das mit ihm. Oh, davon würde ich euch tunlichst abraten, Prinzessin. Warum einen schlafenden Hund wecken? Der Bischof braucht nichts davon zu erfahren. Aber wir wären unehrlich. Mag sein. Aber warum nicht verlangen, was uns rechtmäßig zusteht? Ihr wollt Tandrien doch erobern, oder? Natürlich. Dann heiligt der Zweck wohl mit Sicherheit die Mittel. Mhm. Ja, den Bischof werden wir aber trotzdem noch kennen. Ihr wart siegreich. Was? Eine Beratungsanfrage? Nein, da ich gerade in einem Let's Play bin, eher nicht. Nehmen wir die 100 Mützen kassieren und die Kampagne fortsetzen. Das habe ich auch noch nie erlebt, dass mich einer um eine Beratungsanfrage bittet. Vor allem, da ich ja eigentlich mich noch nicht als Lehrmeister irgendwie als Helfer angemeldet habe. Okay. Kaufmannslehrling ist die nächste Mission. In Winterlin. Die Reise hat euch ans Ufer des Meeres geführt. Ein geschäftiger Hafen öffnet das Tor zur Welt mit für Winterlin erträglichen Handelsrouten. Doch leider hegt Rasputin bereits Eroberungspläne. Ja, hier lernen wir jetzt die zweite Art für den Sieg kennen, nämlich den Handel. Was auch sehr wichtig ist. Während Zoe noch über eine Reaktion von Bischof Matthäus nachdachte, heckte Rasputin schon neue Pläne aus. Ja, wieder wir gegen Rasputin. Sieg durch Questliste. Thank you.
habt euch schon einmal in meine Angelegenheiten eingemischt. Dieses Mal werdet ihr nicht so viel Glück haben. Ja, zum linken Neber. Raspun blockiert eine wichtige Handelsstraße und drängt darauf, die Gegend um Winterlin mitsamt des Hafens zu besetzen. Sollte er Erfolg haben, könnte er für uns unbesiegbar werden. Raspun scheint mir ein kluger Stratege zu sein. Er weiß ganz genau, wie er vorgehen muss, nicht wahr? Er hat eine militärische Ausbildung. Bitte spart euch die Bewunderung. Er war ein Soldat? Mehr als das. Er diente als General unter König Balderus. Als General? Warum ging er zum Drachenorden? Es gab Differenzen mit seinem König. Worüber denn? Wie Tandrien zu regieren sei. Milady, dieses Dorf bezieht zahlreiche Güter über einen mächtigen Handelsposten. Ja, der ist voll mächtig, der Handelsposten. Seht, dieser Hafen befindet sich hier ganz in der Nähe. Doch Raspun und seine Anhänger haben ihr Lager aufgeschlagen und blockieren nun die Handelsstraße. Die Siedler sind von der Versorgung abgeschnitten und benötigen unsere Hilfe. Befreit den Weg zum Hafen. Prinzessin, versammelt eure tapfersten Männer und bereitet Raspuns Blockade ein Ende. Ja, auch hier behaltet im Hinterkopf, dass Raspuns Außenposten durch eine Palisade gut verteidigt ist. Da dieses Dorf sehr lange vom Handelshafen abgeschnitten war, sind nur noch geringe Steinmengen vorrätig. Achtet also stets auf eure Vorräte. Ja. Ihr werdet Steine im Hafen erwerben können, sobald der Weg dorthin wieder frei ist. Das heißt, erstmal sollten wir den Neutralen frei machen. Und dazu stock ich am besten meine Soldaten erst einmal auf. 3 Musketiere. Ja, dieses Mal verfügt Raspun auf jeden Fall über eine Armee hier drin. Und halt immer noch über Türme. Das heißt, wir müssten den Sektor erobern, dass wir wenigstens an die 10 Steine rankommen. Wir können ein gehobenes Wohnhaus einreißen, um an zusätzliche Steine zu kommen. Aber ja, erobern wir erstmal den Sektor. Das gibt uns nämlich erst einmal das nötige Prestige, um die Kirche freizuschalten. Und zweitens die Steine hier. So, wir können mal gucken. Für einen Bauernhof brauchen wir nur Holz. Für eine Berghütte brauchen wir Holz und Stein. Da geht ein Stein flöten auf jeden Fall. Für Kirche brauchen wir auch sehr viel. Was wir übrigens immer noch nicht haben, sind Förster. Hier sollten wir dann aber auch ein Sägewerk errichten. Und ja, wir brauchen die Kirche auch wieder. Das heißt, wir haben eine Bäckerei, wir haben eine Metzgerei und eine Münzprägerei. So, wir haben die Schlacht gewonnen mit einem Verlust. Den können wir leicht ausgleichen.